Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück im Zero Chill Event Present Accumulation. Zwei neue Dailies. Und da gehen wir doch gleich mal rein in die erste Challenge. Es geht gegen die Chicago Bears. Wir liegen mit 7 Punkten im vierten Quarter hinten und starten an unserer eigenen 35-Yard-Linie. Dann schauen wir doch mal, ob wir das schaffen. So, die Chicago Bears ja eine der positiven Überraschungen der Saison. Nachdem Khalil Mack von John Gruden vergrault wurde, eingetauscht wurde gegen einen Draftpick, spielt Chicago aber auf einem ganz anderen Level, führen ihre Division an und sind in den Playoffs, glaube ich, jetzt schon mehr als 10 Siege. Also eine richtig gute Saison der Chicago Bears. Angeführt, wie immer, natürlich, wenn wir über Chicago reden. Über ihre Defense. Ich bin mal sehr gespannt, wie das mit Chicago in den Playoffs weitergeht. Der Vorspann. Deion Sanders, Eddie George, Ezekiel Elliott auf Seiten meiner Cowboys, Danny Trevathan, Jordan Howard und Adrian Amos bei den Chicago Bears. So. Ja, wir liegen mit 7 Punkten hinten. Wir sind noch 4 Minuten zu spielen im vierten Quarter. Wir haben noch 2 Auszeiten, die Bears keine. Das ist ja nicht unerheblich bei der ganzen Geschichte. So, dann schauen wir doch mal, mit was wir hier arbeiten können. Das ist eigentlich nicht so prall, muss ich sagen. Four Verticals. Damit starten wir mal. Sharp ist meine Sicherungsoption. Ich achte mal, was Cooper und Johnson auf der linken Seite machen. Ja, wir gehen aber auf Shannon Sharp, da riskieren wir mal gar nichts. An der 42-Yard-Linie. Haben wir einen zweiten Versuch und 3. Ja, da ist nicht viel mit Laufspielzügen. Das merkt man, glaube ich, jetzt schon. Sehen wir den Texas. Immer noch einer meiner absoluten Lieblingsspielzüge. Passt ja zu den Cowboys. So, wir attackieren die Mitte mit Sharp und Neil Cooper auf der linken Seite. Er ist kein 1 gegen 1. Oh, hat er den noch in Bounce? Hat er den in Bounce? Nein. Dritter und 3. Viel zu spät geworfen. Den muss ich definitiv komplett auf meine Kappe nehmen. Slants beim 3. Das heißt, Johnson und Owens auf der linken bzw. der rechten Seite gehen auf Slant Routes. So, wir gehen auf Keyshawn. Und der hat da vorne nothing but white snow, wie es so schön heißt, im Schnee vor sich und ist in der Endzone. Touchdown Cowboys. Ein 58 Yard Touchdown von Keyshawn Johnson. So, der PET ist unterwegs und es steht 31 zu 31. So. Kickoff ist unterwegs. Geht bis an die 14-Yard-Linie, wird von den Bears aufgenommen und retourniert. Der Return endet an der 31-Yard-Linie. Ja, das ist ja auch vom Stadion her etwas, was die Playoffs-Teams echt fürchten. Hier im Dezember, im Januar in Chicago antreten zu müssen, im Soldier Field. Da ist es kalt, da liegt eventuell Schnee, da ist es ungemütlich und dann hast du so eine unangenehme Mannschaft wie die Bears vor der Nase mit ihrer Defense. Erster und 10 an der 31-Yard-Linie. Burton geht hier in Motion. So, Trubisky gibt den Ball ab, Laufspiel. Cohen kommt bis an die 36-Yard-Linie, heißt, wir haben einen zweiten Versuch und 5.
Oh, den muss der Receiver haben. Ein absolut fangbarer Ball. Da ist Trubisky keine Schuld anzukreiden. Den muss der Receiver haben. Dritter und 5 von der 36-Yard-Linie. Oh, viel Druck auf Trubisky und da ist der Sack. Shinobi Awuzie, der Cornerback, kommt hier durch. So, der Punt findet noch vor dem 2-Minute Warning statt. Geht bis an die 18-Yard-Linie, wird aufgenommen von Deion Sanders. Und jetzt herrscht hier natürlich... Uiuiuiui, da bin ich leider zu stark nach rechts ausgewichen. Sonst, glaube ich, wären wir da durch gewesen. So, aber trotz alledem, wir sind beim 2-Minute Warning. Wir haben noch zwei Auszeiten, die Bears haben keine mehr. Und der Ball liegt an der 42-Yard-Linie. Da können wir doch bestimmt was machen. Also war alles nicht so breit. Nehme ich den X-Dick. Das heißt, Sharp schaue ich mir an. Keyshawn Johnson ist meine Hauptanspielstation. Los geht's. Ja, der ist viel schneller als sein Verteidiger. Neues First Down an der 28-Yard-Linie. Das heißt, wir sind in Field Goal Range. Und das würde mir schon reichen. Wir liegen ja momentan nicht hinten, müssen also keinen Rückstand auf Teufel komm raus aufholen. Und bei dem Unentschieden reicht mir ein Field Goal, um in Führung zu gehen. Da kann man doch mitarbeiten. So, Sharp und Cooper meine Hauptanspielstation. Aber ich schau mal, ob Keyshawn links 1 gegen 1 hat. Das hat er. Und dann gehen wir doch in die Endzone und da macht er den Catch. Sein zweiter Touchdown hier in dem Spiel. Sehr schön. So, der Kick ist unterwegs. Ja, und damit haben wir ein 38 zu 31. Das kann Nagy nicht gefallen. Vor allen Dingen mussten die Bears... Ja, eigentlich müssen sie in allen an Mannschaftsteilen, Offense, Defense, Special Teams besser werden, aber vor allen Dingen jetzt in der Offense. Sie brauchen Punkte. So, der Ball ist unterwegs. Wird zurückgetragen bis an die 28-Yard-Linie. 1 Minute 11 Sekunden haben jetzt noch die Bears noch, um das Spiel mit einem Touchdown hier wieder auszugleichen. Erster und 10 von der 28-Yard-Linie. Trubisky unter Druck. Den ersten kann er noch ausweichen. Die Markus Werber dann nicht mehr. Zweiter und 17 von der 21-Yard-Linie. Und das dauert. Schaut mal, wie lange das dauert, bis alle wieder aufgestellt sind. Wir sind jetzt schon unter einer Minute Spielzeit. Trubisky wirft vollständig. Natürlich weit von einem neuen First Down entfernt. Dritter und 11 an der 26-Yard-Linie. Wir sind gleich schon unter 40 Sekunden Restspielzeit. Der ist incomplete. Damit haben wir einen vierten Versuch und 11 von der 26-Yard-Linie. Der ist unvollständig. Turnover und Downs. An der 26-Yard-Linie der Bears kommen wir wieder aufs Feld. Logisch, jetzt nehmen wir noch ein bisschen unser Money Back den Ball in die Hand. Und bringen das Ding hier nach Hause. Blitz kommt von der rechten Seite. Dann laufen wir über die linke. Da ist eine riesen Lücke für Elliott. Ja, untouched in die Endzone. Sehr schöne Blocks, auch von den Wide Receivers, die hier gesetzt worden sind. So, der PET. Auch gut. Jetzt haben wir eine 14-Punkte-Führung. 31 zu 45. Da wird einem kalt, dann nutzt die schönste Pudelmutze nichts. So, der Kick ist unterwegs. Das sind die 13-Yard-Linie.
gestoppt an der 31. 24 Sekunden bleiben noch. Erster Versuch und 10. Incomplete Pass von Trubisky. 22 Sekunden sind noch zu spielen. Wow, und wieder geht Trubisky zu Boden. Die Marcus Ware mit seinem nächsten Sack. Dritter und 19 von der 22-Yard-Linie. Die Bears wollen den Ball spiken, wollen also noch versuchen, mit einer Hail Mary Punkte aufs Scoreboard zu bringen. 7 Sekunden vor dem Ende. Ball ist unterwegs und intercepted. Byron Jones, 3 Sekunden vor dem Ende. Kommt unsere Offense doch noch einmal aufs Feld. An der 45-Yard-Linie der Chicago Bears haben wir einen First Down. Wir laufen über die Außen mit Ezekiel Elliott. Los geht's. Und das war's. Wir schlagen Chicago 45 zu 31. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.